willkommen zum angekündigten Vlog. Und zwar habe ich ein paar Themen, die ich mal so ein bisschen ansprechen möchte. Keine Panik, es soll sich keiner auf den Schlips getreten fühlen. Aber so momentan geht es. Ja, ich fange einfach mal an. Und zwar wird es sich bei Hype 77.0 wird es sich so ein bisschen verändern. Ein bisschen. Nicht gravierend, sondern ein bisschen. Weil uns doch so ein bisschen aufgefallen ist, dass, wenn man das grob nimmt, Wind, ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ja, wir haben ja jetzt, oder ich habe jetzt mit den Reviews angefangen, da ist die Akzeptanz nicht so gegeben, habe ich so das Gefühl. Ne? Es gibt zwar schöne Klickzahlen, man freut sich über jeden, ist auch ganz klar. Ne, wir machen das ja aus Spaß alles, aber trotzdem ist da fehlt einfach so ein bisschen der Feedback, ich finde. Weil man muss ja auch mal so sehen, wir haben ungefähr 290, das schwankt ja immer hin und her, ne? 290, 97, 290, 289 und so weiter und so weiter. Und die Klickzahlen stehen so im Schnitt pro Video auch bei den Kanalvorstellungen. Bei den Reviews ist das ein bisschen weniger, da ist so der Schnitt bei 14, ungefähr so hoch im Schnitt. Und bei den Kanalvorstellungen ist das immer so, ja, im Schnitt so 30. Man sagt ja immer so, bei den Abos her sind das ungefähr so 60%, die so schauen. Aber bei uns ist das weniger als 60%. Sagen wir mal vielleicht 10%. Da will ich mich auch gar nicht drüber aufregen. Ne? Hauptsache, es schaut sich überhaupt jemand irgendwie uns an, dass es Hauptserie ist. Und natürlich haben wir immer noch Spaß an der ganzen Geschichte. Ganz klare Kiste, sonst würden wir das ja nicht machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ihr auch nicht so wisst, was so alles dahinter steht, um das Video zu machen. Ne? Vielleicht denken viele, oh ja, der macht jetzt da so 10 Minuten, erklärt er da was über den Kanal oder stellt ihn so vor. Und das war es dann so ungefähr. Aber es ist alles hinterschneiden, ne? Musik hinterpackt, die ganzen Videos, ne? Weil wir laden sie uns ja runter, die Videos, die wir dann vorstellen. Jedenfalls mache ich das so. Wie mein Kollege das macht, weiß ich jetzt nicht. Und das ist immer so ein bisschen schade, dass er dann, weil es ist wirklich Arbeit dahinter. Ja, zum Beispiel für die Kanal-News, da suche ich mir Location raus, gucke, oh ja, das sieht ganz cool aus, das sieht ganz geil aus. Weil ich muss ja immer noch ein bisschen gucken, wo ist es so ein bisschen windgeschützt, ne? Weil sonst immer dieses schöne Rauschen vom Wind dabei ist, weil ich momentan noch nicht so die Sache habe, um den Sound extern aufzunehmen. Ne? Ihr seht, ich habe kein Mikrofon. Ne? Und das kommt alles so nach und nach. Das soll sich ja alles so ein bisschen verbessern. Die Kamera hat sich ja jetzt auch verbessert. Vorher war es eine, die da nicht so gute Bildqualität geliefert hat. Die bringt jetzt so ein bisschen mehr hier, hoffe ich. Und da muss man das auch mal sehen. So, dann bin ich berufstätig und bin auch die ganze Woche, sagen wir mal, über lange unterwegs. Ich bin so, ja, sagen wir mal so 19 Uhr zu Hause. Und dann hat man nicht immer Lust, jetzt immer was hochzunehmen. Ich glaube, das habe ich auch schon oft genug erzählt. Und deswegen kommt immer so unregelmäßig was. Wir können keinen Uploadplan machen. Jetzt zum Beispiel, mein Kollege hat jetzt ab nächster Woche auch wenig Zeit. Da wird dann auch wenig kommen. Dann muss man alles so ein bisschen sehen. Ne? Eine Art Schule. Gut, jetzt sind Ferien außer Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, die haben übernächste Woche geht es, glaube ich, bei denen los mit Ferien. Und ja, müsst ihr dann mal sehen. Also wir hauen wirklich, wenn wir, weil es bringt ja auch nichts, ein Video aufzunehmen, wo man keine Lust hat. Da wird man da ungefähr so, ja, hallo und herzlich willkommen, hier ist da. Also müsst ihr das mal sehen, dass wir auch, weil es bringt ja nichts, ein Video aufzunehmen, wenn keine Lust da ist. Das ist so. Ja? Deswegen verstehe ich dann nicht, dass man immer abonniert, deabonniert, abonniert, abonniert, de, abo, 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 de. Okay, ja, was sollte das jetzt? Egal. Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Deswegen wird sich der Kanal Hype 77.0 ein bisschen umstrukturieren, aufgrund, dass da Reviews vielleicht nicht so reinpassen in das Kanalkonzept, wird sich das alles so ein bisschen verändern. Aufgepasst! Und zwar wird ein neuer Kanal aufgemacht. Der Vlog hier schneidet sich auch in zwei Teile. Das ist hier der erste Part und der zweite Part ist auch gleichzeitig dann auf den neuen als erstes Video. Dort geht es dann aber regulär erst nächste Woche los.
So, und zwar haben wir uns gedacht, oder ich habe mir das gedacht, ich mache einen neuen Kanal. Dort wird es dann alles weitere geben mit der Erklärung, warum das Ganze. Also wie gesagt, wir regen uns nicht darüber auf, wir machen hier kein Heulvideo draus. Das soll einfach nur so eine Erklärung sein, warum der Wechsel ist. Und dann, wenn ihr Lust habt, klickt ihr einfach auf den Link. Und dort kommt ihr dann zum zweiten Part. Okay. Aber vorweg gesagt, Kanalvorstellung und Kanal-News bleiben bei Hype 77.0. Das wird sich nicht verändern. Das bleibt dort. Verstanden? Und bitte macht nicht so einen Aufriss, wo wir das letzte Mal versucht haben, oder ich jedenfalls. Ich habe dieses Mal auch mit meinem Kollegen gesprochen und er ist jetzt auch nicht so abgeneigt, sagen wir es mal so. Also er ist nicht sauer, weil Kanalvorstellung, Kanal-News bleiben hier auf Hype 77.0. Was mit dem nächsten, mit dem Zweitkanal passiert, oder besser gesagt bei mir der Drittkanal, das erfahrt ihr dann auf dem zweiten Teil, den ihr hier so klickt, mal hier so klick, 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 ne, klickt da einfach mal drauf und dann werdet ihr wissen, was dort passiert. Okay, das war so der kleine Vlog. Habe ich sonst noch was vergessen? Warte mal, ich habe hier mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ne? Diesmal habe ich mir sogar was aufgeschrieben. Ne? Ja, mit den Klickzahlen habe ich ja erklärt, ne? 290 Abos zu 20 Klicks pro Video im Schnitt, mal 30, mal 40, mal 15 und so weiter, also im groben Schnitt. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber wie gesagt, wir machen mit der Kanalvorstellung hier auf diesem Kanal weiter. Es wird sich halt nur ein bisschen, es wird ein bisschen was ausgegliedert, ne? So Outsourcing, so ungefähr. Okay, wenn ihr jetzt Lust habt, dann klickt auf das, auf diesen Linkchen hier. Dort führt er dann, kommt ihr zum zweiten Teil des Vlogs. Also, und bitte, 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 flamet nicht da unten rum. Ne, so nach dem Motto, ihr wollt ja nur. Auch beim zweiten Teil des Videos. Bitte, bitte, bitte. Ne, also, das war so, was ich hier jetzt auf diesen. Und jetzt sehen wir uns dann gleich, hoffentlich, wenn nicht, dann nicht, beim zweiten Vlog wieder. Also, bis gleich. Ciao.